Hallo, heute gibt es hier 5 Gründe, warum die Steinzeiternährung Blödsinn ist. Grund Nummer 1. Es gibt keine Steinzeiternährung. Der Begriff suggeriert, dass es genau eine Ernährung zu jener Zeit gab. Was gegessen wurde, war allerdings abhängig von geografischen, regionalen und klimatischen Gegebenheiten und hat sich auch über den Zeitraum von immerhin 2,5 Millionen Jahren sehr stark verändert. Es gibt also keine ganz bestimmte Ernährung zur damaligen Zeit. Nummer 2. Wir wissen nicht, was damals gegessen wurde. Das können wir nur vermuten und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Rückschlüsse auf die optimale Ernährung heute beruhen also nur auf Theorien. Nummer 3. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Unsere Umwelt und somit wir und unser gesamtes Verhalten haben sich vollständig verändert. Die meisten Menschen müssen nicht mehr hart für ihr Essen arbeiten und dementsprechend bewegen sie sich nur noch relativ wenig. Es ist äußerst fragwürdig, ob die optimale Ernährung vor 100.000 Jahren auch heute noch die optimale Ernährung wäre. Nummer 4. Es ist in der Tat möglich, dass sich der Verdauungstrakt innerhalb von 10.000 Jahren an die Verdauung von Getreide und Milch angepasst hat. Das beste Beispiel dafür sind die Laktosetoleranz und die Vermehrung des Gens zur Verdauung von Stärke, nämlich Amylase. Unter diesen Umständen kann es durchaus sein, dass der Mensch, sollte es überhaupt notwendig gewesen sein, sich an die Verdauung von Getreide angepasst hat. Nummer 5. Getreide und Milch waren und sind in einigen Gegenden der Welt lebensnotwendige Grundnahrungsmittel. Sie ermöglichen das Überleben der Bevölkerung. Und in dem Zusammenhang klingt es merkwürdig, sie nicht als Bestandteil der menschlichen Evolution zu betrachten. Evolution belohnt optimale Fitness, nicht zwingend optimale Gesundheit. Das bedeutet, es gewinnt derjenige, der die meisten Kinder bekommt. Ob er danach krank wird, ist der Evolution völlig egal. Es gibt einen Grund, warum der Jäger und Sammler weitgehend ausgestorben ist und sich die Landwirtschaft, also auch Getreide und Milch, soweit durchgesetzt haben. Das waren 5 Gründe, warum die Steinzeiternährung Blödsinn ist. Wenn Sie jetzt richtig in Stimmung gekommen sind, dann interessieren Sie vielleicht auch 5 Gründe, warum die Steinzeiternährung großartig ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.